da ist. Ah, Eriks EDC. Ja, los geht's. Was hast du hier drin? Ein Taschenmesser. Ein Messer. Cool, cooles Kindermesser. Eine Lampe. Sehr sicher mit Backlock. Und kannst du das reinmachen? Ja. Ja, mach mal langsam. Zeig mal her. Das. Eine Taschenlampe. Oh, ja. Wespen vorsichtig. Sehr gut, Taschenlampe. In einer wirklich coolen Tasche. Ja? Okay. Was ist denn noch drin? Und dann habe ich noch ein Stift, nochmal ein Taschenmesser. Oh, Doppeltaschenmesser, sehr gut. Und noch Pflaster. Ja, Pflaster muss man immer brauchen, gell? Pflaster. Oh, eine Säge, das ist cool, Kinder, das ist eine Säge. Oh, jetzt findet es aber kalt hier oben, du. Und dann habe ich noch ein Bonbon. Sehr gut. Oh, ein Kienspan. Okay, cool. Ist zum Feuer anzünden, gell? Kienspan, gell? Sehr gut. Ja, die wichtigsten Sachen sind drin, gell? Ich weiß nicht, wieso ich zwei Messer habe. Ja, das ist pro Backup. Braucht man immer. So, los geht's. Ah, guck mal hier. Wie immer unsere schöne Buschbox. Perfekt dafür geeignet. Oh, übel dreckig. So. So, was wir heute hier haben, einmal Anzünder von Firestarter und von Petromax Zünder. Ja, da ist mal noch ein bisschen was mit Hansabknochen rein. Ne? Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, ich bin fix mit dem Messer. Durchschlagwirkung, ich würde sagen, in guter BFG-Manier. Bevor wir anfangen, erstmal Jubiläumsdunkel Waldhaus, ne? Testen, ob das hervorragend funktioniert als Flaschenöffner. Ja, geht. Also, Boris, Leute, Waldhaus Jubiläumsdunkel Naturtrüb. Bestes Bier ever. Schauen wir mal, was sollen wir zuerst probieren hier? Der Feuerstarter oder Petromax? Macht der aber gut brennt. Ja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Wir hören ab zu 1000 Grad. Flammpunkt 200. Dann sagen wir mal Demo auf. Keine Chemikalien drin. Wir hören ab zu 1000 Grad. Lights up for vier Fires. Dann schneiden wir noch ein bisschen auf. Ich will machen. Warte mal. Gucken wir mal, was ist denn da für Zeug drin? Das sieht aus wie Fischfutter. Vorsicht! Da, pass mal auf, wir wollen das mal hier draußen. Da kannst du sehen. Wir wollen das hier draußen mal angucken. Leg das mal hier ein bisschen hier reinstreuen. Ich will jetzt mal gucken, wie das aussieht. Ja, das reicht vielleicht. Das sieht aus. Naja, wie so Fischfutter. Ja. Komisches Zeug, nicht anfassen. Wir wissen nicht so genau, was drin ist. Das heißt zwar keine giftigen Chemikalien, aber wer weiß. Mal gucken, ob das so von alleine brennt. Aber normales Zündernest geht da besser an. Da fängt halt mal nicht so von alleine an, ne? Keine Ahnung, was das so Zeug ist. Ja, auch ziemlich gut Flamme. So ein bisschen Funken reicht nicht aus. Ne? Das war natürlich jetzt nur zum Angucken hier draußen blöd. Wenn man das jetzt reinschüttet, geht es wahrscheinlich aus. Oh ne, nicht mal. Wenn es erstmal brennt, dann brennt es richtig gut. Ne? Firestarter. Nachher probieren wir trotzdem noch das andere aus von Petromax Zunder, wie das funktioniert. Das stellen wir ein bisschen weg. Ah, ja. Aber interessantes Pulverzeug. Wenn es erstmal brennt, gell, dann brennt es. So ein Funke reicht nicht zum Anzünden.
So, jetzt haben wir das vorbereitet. Machen wir mal unsere Würstchen klar. Hm? Haben wir noch einen Teller? Ja, natürlich. Kochen wir mal einen großen Titanpott. Kann man auch das den brennt? Wir da ein bisschen, ja, das Korken schmeißt rein, das brennt. Machen wir ein bisschen Öl rein auf den Boden. Was dumm ist, der Boden ist nicht plan, sondern er ist gewölbt. Und das Öl läuft dann immer an den Rand runter. Ne? Ja, schmeiß rein. Also gut ist am großen Topf, da brutzelt es nicht gleich alles. Geht nicht gleich Asche und sowas rein. Ne? Wollen wir da die Würstchen reinkriegen. Also ich hatte noch nie so ein scharfes Messer wie dieses Kaber, obwohl es so ein Riesenbrocken ist. Das Ding ist scharf wie die Hölle, ein Rasiermesser. Gucken wir mal die ersten drei Würstchen rein. Ne? Zack, dann mal hier drauf. Du machst die Erde. Scharf wie Feuer. Mhm. Cool. Kuhwagen. So ein hoher Topf ist echt praktischer. Geht jetzt gleich Asche rein. Schade, dass der Boden nicht plan ist. Läuft das Öl immer so ein bisschen an der Rand hin. Oh, riecht aber schon lecker. Da passen auch große Würstchen rein. Für Hotdogs mit selbstgebackenem Brot. Hier schon mal das Brot aufschneiden muss. Okay. Guck, Brot dazu? Ja. Okay. Was denn? Was? Ist es deins oder was? So, jetzt fehlen nur noch die Würstchen, gell? Ja. Gut. So, hier kommt die erste Runde Würstchen. Habt ihr schon vorbereitet? Mhm. Pass auf, noch nicht anfassen, Erik. Die sind heiß, machen wir das Brot hier raus, dass ich die hier reinkippen kann. Wenn nichts heiß. Die sehen gut aus. Oh, wie die gut riechen. Oh, ich mach gleich den Action, aber ihr könnt wieder anfangen. Ja. Ja. So. Ach, Löffel. So. Ja, möchtest du auch? Da drauf? So. So. Genau, müsst ihr noch kurz erwarten. Dann lasst es euch schmecken. Mmh.
kaum zu glauben, dass die vegetarisch sind. Es geht ja wie durch Butter. Ja. Was möchtest du? Auf der Stelle? Ach, Angstmöpfen. Habe mir was zum Trinken. Ja, natürlich, vor dir steht eine Trinkflasche.